Ahoi Kapitän und willkommen zu einem neuen Captains Kommentar. Diesmal zum Thema, lass ihn ruhig laufen. Tja, und dann macht er dich platt. Das ist dann immer die Frage. Und dieses Gefecht, das ich euch jetzt zeige, und zwar war ich mit der Irian unterwegs. Finde ich ein sehr, sehr schönes Schiff, schönen Kreuzer. Ja, und hier nochmal, wie es ausgestattet war. Aber darum geht es ja nur zur Hälfte. Es geht ja darum, dass wir jetzt hier dieses Gefecht uns angucken. Und zwar war das ein CV-Spiel, ein 8er-10er, wie man sehen kann. Also wir sind hier der Kleine und können richtig groß einen einfangen. Jede Menge Schlachtschiffe, Shima und Yogumo auch noch auf der Gegenseite als DDs, ja, und dann noch ein paar Kreuzer. Also die Frage, die sich ja immer wieder stellt in diesem Spiel: Gibt es einen Killstil? Und da muss ich einfach sagen, ja, ich werde jetzt auch hier in den nächsten Tagen auf dem Kanal ein Video mit der Georgia veröffentlichen. So viel kann ich schon spoilern und kann sagen, wäre alles so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte, also hätten meine Verbündeten nicht auf runterbrennende Schiffe geschossen, dann wären da 9 Kills drin gewesen. Das wäre natürlich ein grandioses Video geworden. Das wäre auch ein tolles Match geworden. Aber darum geht es in diesem Spiel nicht. Es geht darum, es zu gewinnen. Und es geht darum, dass in dem Moment, wo einer rausgenommen werden kann, er rausgenommen wird. Und wer rausgenommen ist, kann nicht zurückschießen. So einfach ist das. Und deswegen denke ich, ist das hier eine ganz gute Geschichte, um einfach mal zu zeigen, was passieren kann, wenn das so in dieser Form nicht klappt. Also, mein Ansatz hier war natürlich, Irian hat auch richtig gute Torps. 13,5 Kilometer laufen die Tiefwassertorps. Also da kann ich Schlachtschiffen schon ganz gut wehtun. Und es sind ja jede Menge Schlachtschiffe da. Also habe ich gesagt, alles klar, ich versuche mal hier zu A zu kommen und versuche einfach dort mal ein bisschen zu unterstützen. Da ist ja auch nur ein Kreuzer mit der Wooster. Wir haben da eine Helland. Unsere Montana ist da, die Pommern ist da. Tja, und an diese Yamato komme ich so mit der Hauptbewaffnung nicht ran. Dauert noch einen kurzen Moment. Aber da ist die Yogumo dann aufgegangen und ja, natürlich. Klar schieße ich auf DDs. Ich bin ein Kreuzer. Das ist mein Job. So, Motorschaden nochmal vorhalten. Aber ich bin hier auch nicht stehen geblieben. Denn wenn da plötzlich aus dem Hintergrund so eine Yamato Maß nimmt, da kann man auch ganz schnell weg sein mit dem 8er Kreuzer. So, ja, nun geht hier noch eine ganze Menge auf. Und da versuche ich natürlich auch Brände zu legen. Das ist auch so ein bisschen mein Job als 8er Kreuzer im 10er Match. Und wenn ich mir das da angucke, wer da so alles ist. Mit der Georgia, Pommern, Kurfürst, die Nevsky. Da ist noch eine Donskoi. Die Shima ist hier. Yamato ist da im Hintergrund. Die Yogumo. Also im Prinzip ist hier eine ganze Menge. Das heißt, man muss schon genau gucken und vorsichtig fahren. Nicht zu offensiv. So, und hier habe ich gedacht, alles klar, da haue ich jetzt mal ein paar Torps entgegen. Torpedo-Nachladungsbeschleuniger. Und wenn jetzt der Kurfürst da reindrücken will, so war mein Gedanke, dann nehme ich dem mal ein bisschen den Spaß dran und haue ihm ein paar Torps hin. So, tja, und da kommt auch schon die Yamato um die Ecke und ich sehe auch schon was fliegen. Also schnellstmöglich eindrehen. 1480, das kennt jeder Yamato-Spieler. Die soll er gerne haben, kein Problem. So, und jetzt bin ich natürlich hier perma gespottet. Und vermutlich ist das die Yogumo. Weil die Shima kann mich hier hinter eigentlich nicht spotten. Das Problem ist, ich kann natürlich hier hinter beschossen werden. Also muss ich sehen, dass ich schnellstmöglich hier hinter den Berg komme. Ja, und da haben wir wieder die 1480 für die Yamato. Damit kann ich problemlos leben. So, jetzt habe ich gedacht, alles klar. Ich fahre hier mal raus und schau mal, ob ich da gegen die Shima noch mithelfen kann. Und ob ich vielleicht hier auch noch ein paar Torps setzen kann. Denn der Kurfürst, der wird vermutlich Hydro angehabt haben.
Und der fährt da jetzt rein und cappt. Na gut. So, hier oben rüber komme ich und ich gehe nicht auf. Sehr schön. Brand gelegt. Das, was ich eigentlich will. Hier nochmal gucken. Die andere Seite. Der Torbwerfer ist noch soweit oder ist schon soweit oder wie auch immer. Also war mein Ansatz. Wenn ich hier schon nicht mehr bin, dann ist hier auch, also nicht aufgeht, dann ist die Shima auch nicht hier. Dann ist er auch woanders. Also versuche ich mich nochmal so ein bisschen hier in die Mitte zu schleichen und versuche ein paar Torps zu setzen. Die Yugumo ist auch zu sehen wieder. CV macht sie auf. Es ist immer noch kein First Blood. Tja, mein Brand tickt. Und natürlich gehe ich auch mit auf die Yugumo. Denn, wie gesagt, Kreuzer, das ist mein Job. Tja. Und das war dann so die Situation. Jetzt nachgeladen, alles gut. Und jetzt dachte ich, alles klar. Du gehst nicht auf, das ist super. Eine tolle Position, um nochmal den einen oder anderen hier zu bespielen. Und auf einmal bin ich entdeckt und auf einmal ist er der Kurfürst. Dann habe ich schnell noch meine Torps rausgesetzt. Tja, und seine Ladung kommt auch schon. So, und da haut er mir mal eben zwei Drittel vom Schiff weg. Ich hau ihm zwar auch ein paar Brände hin, aber an mir ist jetzt so gut wie nichts mehr dran. Und jetzt muss ich natürlich sehen, dass ich hier schnellstmöglich auf seine Secondary-Reichweite komme. Denn auch da nimmt er mich so auseinander. Tja, und gespielt waren hier jetzt gerade mal 6 Minuten und ich hatte gerade mal 30.000 Schaden gemacht. 600.000 potenziellen Schaden bekommen. Und da kommt die nächste Salve und jetzt ist an dem Schiff eigentlich nichts mehr dran. Also habe ich gesagt, alles klar, ich versuche mich natürlich nochmal an dieser Yugumo, weil der ist relativ gefährlich, da haben wir ihn auch. Denn der hat mich natürlich jetzt hier die ganze Zeit gespottet. Tja, wir haben schon zwei Schlachtschiffe jetzt verloren. Die anderen haben jetzt gerade ihre Yugumo verloren. Und die Yugumo Torps, die wollen wir mal nicht unterschätzen. Und nun habe ich hier natürlich ein Problem gehabt. Ganz eindeutig. Also, was tun? Du bist als 8. Kreuzer in einem 10er Match. Tja, jede Menge Schlachtschiffe da. Aber ich wollte jetzt mit 33.000 Schaden hier nicht rausgehen. Und wie gesagt, diese Torpedos sollte man nicht unterschätzen. So von wegen, ja, die laufen aus. Letzten Worte eines Schlachtschifffahrers. So, da kommt jetzt jede Menge hoch. Jetzt verlieren wir unsere Pommern. Und ich habe jetzt hier noch ein paar Sekunden und dann kann ich wieder Torps setzen. Ja, und ich habe jetzt eben gedacht, alles klar, dann spiele ich halt die Irian wie ein DD. Ich kann hier problemlos die Torps Richtung Helen setzen, also unsere eigenen, weil es sind Tiefwassertorps. Ich kann den nicht treffen und die Wooster, dass der da nicht rückwärts rausfahren würde, war mir klar. Also Torpedo-Nachladungsbeschleuniger gezündet, Torps raus, Montana ist auch raus. Tja, nun haben wir schon 4 Schlachtschiffe verloren, die anderen noch nicht 1. So, und jetzt ist auf dieser Seite der Torpedowerfer auch noch soweit und jetzt laufen da dann mal eben 15 Torps, Tiefwassertorps, in Richtung dieser Schlachtschiffgruppe, die da begleitet wird von der Nevsky. Und ich muss sehen, dass ich hier wegkomme. Warum die Wooster da immer noch steht, weiß wahrscheinlich auch nur er. Ein Blick auf die Minimap sagt, der ist gleich nicht mehr da. So, und ich muss jetzt sehen, ja, und da haben wir schon den ersten Torptreffer und den zweiten Torptreffer. 2 Wassereinbrüche, das zählt nicht rückwärts. Und ich muss jetzt einfach sehen, dass ich hier eine Position finde, von der aus ich noch wirken kann, aber nicht mehr gespottet bin. So, die Wooster ist raus, das war absehbar. Wir sind deutlich hinten. Haben jetzt 5 Schiffe verloren, die anderen erst 3. Aber da laufen ja noch ein paar Torps. Und da ist der nächste Torptreffer mit Wassereinbruch. Tja, und unsere Helen torpt natürlich auch noch ein bisschen.
So, und ich kann jetzt von hier aus einfach mal gucken, dass ich auf diese Yamato schieße. Dann gehe ich zwar auf, aber wenn ich hinter die Insel fahre, gehe ich auch gleich wieder zu. Also jetzt bin ich einfach nicht mehr zu beschießen. Tja, aber ich kann noch schießen. Und der Counter tickt und tickt und tickt. Und die Yamato ist raus. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. So. Und die Pommern hat auch wohl Torps gefressen. Jetzt bin ich hier entdeckt. Ich war der Meinung, hinter der Insel kein Problem. Aber ganz offensichtlich ist diese Shima noch da und spottet mich. Also muss ich natürlich sehen, dass ich mich jetzt hier wieder bewege. Tja, nochmal ein Treffer. Jetzt habe ich keine 4500 mehr, denn man hat eben gesehen, der Treffer, das waren 4500. Jetzt gibt es noch einen Treffer. Jetzt habe ich noch 3500. So, aber dafür hat die Pommern einen Brand. Und jetzt muss man sich natürlich irgendwo die Frage stellen, warum haben Kurfürst und Pommern, und natürlich noch ein Brand, nicht alles dran gesetzt, mich hier rauszunehmen. Eben gerade hatten sie die Gelegenheit. Beide hätten schießen können. An mir ist ja nichts mehr da dran. Tja. Und ich gehe natürlich jetzt hier weiter auf die Pommern. Ein Brand und das Thema ist durch. So, die Atago ist raus. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, da ist der Brand. Und jetzt brennt der runter. Da kann ich nochmal schießen, weil der Kurfürst jetzt aus meiner Reichweite raus ist. Der kann mich nicht spotten. Tja, und da kriegt die Helland den Kill durch ein Torpedo. Na gut. Das war ja das, was wir auch einleitend hatten. Natürlich wäre es toll gewesen, jetzt auch noch den Kill zu haben. Aber ist nicht. Gut, Georgia nimmt unsere Neptun raus. Es ist jetzt 6 gegen 6. Tja, kaum sage ich es, nimmt die Shokaku die Massachusetts raus. Und auf einmal ist es 6 gegen 5 und wir sind vorne. Und wer sich erinnert, 33.000 Schaden hatte ich vorhin, als ich eigentlich schon fast raus war. Das hat sich jetzt geändert und wir sind bei 108.000 Schaden, knapp. Tja, nun ist hier die Frage, was tun? Bin natürlich jetzt auf der B-Linie, aber letztlich ist das kein Verbrechen, sondern in dem Moment ist es ein Positioning, das dazu geeignet ist, nicht zu sterben. Tja, und hier ist eindeutig, da wird gekappt und da ist die Shima. Tja, die kann ich natürlich jetzt nicht raustorpen. Ich habe Hydro, das ist sehr schön. Aber ich habe noch 3.500. Also selbst wenn ich jetzt da ranfahre und die Shima aufmache im Nebel, der schießt einmal zurück und nimmt mich damit raus mit HI. Also blieb mir hier nur zu sagen, alles klar, ich versuche mich einfach. In dem Moment, wo er gesehen wird und im Nebel ist, ja, kann ich schießen. Also unser CV hat ihn gespottet. Und ich habe jetzt gesagt, alles klar, ich versuche da nochmal dran vorbeizukommen. Denn wenn der von hier aus Beschuss bekommt, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt hier Torps hinsetzt, sehr groß. Könnte man natürlich Hydro ziehen. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass er hier jetzt keine Torps hinsetzen würde. Also hier außen. Jetzt habe ich noch gewartet und gewartet und gewartet. Torps treffen nicht, habe nochmal reingeschossen. Gehe nicht auf. Tja, und habe nochmal die Basis verteidigen können. Und bin jetzt hier eben auch safe. Ja, da kommen die Torps. Aber die erreichen mich nicht. Natürlich kommen sie jetzt hier hin, weil von hier aus kam ja gerade der Beschuss. Aber da bin ich ja schon längst weg. Tja, und unsere Kitakase hat es da jetzt relativ einfach. Die muss da nur ranfahren und muss die Shima rausschießen. Wobei ich mir jetzt auch ziemlich sicher war, ja, da ist nichts mehr da. Deswegen habe ich jetzt auch Hydro angemacht. Ich wollte jetzt dann ranfahren und wollte sie rausnehmen, weil die anderen auch nicht mehr in Range sind. Tja, aber da ist das Thema auch schon durch. Jetzt ist es 5 gegen 4. Eben gerade waren wir noch hinten, jetzt sind wir wieder vorne. Jetzt haben wir hier auch das Cap verteidigt. Verbindlichsten Dank. So, natürlich schön, dass die Kita hier überhaupt hochgefahren ist. Also, warum soll man da nicht Danke sagen? Unsere Helland kann jetzt hier problemlos uns das dritte Cap sichern. Tja, und die anderen sind noch zu viert und sie sind auf der Minimap eigentlich ganz gut auch zu erkennen.
So, die Nevsky nimmt unsere Nevsky raus. Jetzt ist es 4 gegen 4. Und jetzt, in diesem Moment sind wir auch noch hinten. Aber wir haben jetzt 3 Caps. Also das wird sich gleich erledigen. Und die Frage ist jetzt auch, was tun? Also, ich habe natürlich jetzt hier auch so ein bisschen das Glück, oder wie soll ich sagen, einen unaufmerksamen CV auf der Gegenseite, der mich eben nicht anfliegt. Warum auch immer. Der müsste eigentlich auch mitbekommen haben, dass an mir nichts mehr dran ist. Aber der fliegt woanders hin. Und für mich sieht es so aus, als wenn der unseren CV sucht. Soll mir recht sein. Ich suche mir nochmal eine Position, von der aus ich hier auf diese Schlachtschiffe, die da kommen, wirken kann. Ich habe noch Torps. Ja, hier wollte ich jetzt von der Helen Smoke haben. Hab erwartet, dass er da mal zurückschreibt. Ey, Alter, bist du nicht ganz dicht? Aber nö, so war er nicht ganz drauf. Das war, naja, Versuch eines Karlauers. Schiefgegangen. Hoffentlich klappt das mit den Torps. Also, ich habe mir gedacht, ich hau die jetzt einfach hier mal hin. Kurfürst kommt in diese Richtung, aber die Georgia kommt da, ja. So, Nachladungsbeschleuniger ist durch. Georgia ist auf einer Entfernung dran, wo ich auch durchaus treffen kann. Und hier kann er mich jetzt nicht spotten. Also auch wenn ich schieße, gehe ich so nicht auf. Ja, nun muss der einlenken, weil da schon Torps kommen. Und nun hat die Kitakase die Georgia rausgenommen. Tja, das ist natürlich sehr schön. Ist natürlich nur schade, weil wieder kein Kill für uns hier. Aber auch da, raus ist raus. Wir sind jetzt gut in Front. Es ist 4 gegen 3. Tja, fast 4 Minuten sind noch zu spielen. Also können wir nochmal sehen, dass wir hier ein bisschen Schaden machen. Und solange die Nevsky außerhalb meines Bereiches bleibt, also meines Wirkungsbereiches, kann der mich nicht spotten, wenn ich jetzt schieße. Kurfürst ist hinter der Insel, kann mich auch nicht spotten. Oh, jetzt einen schönen Doppelbrand. Tja, und die Helland fährt runter in Richtung des CVs und spottet dabei den Kurfürst. Und ich kann hier ganz entspannt hinter dieser Insel stehen und kann meine Position nutzen. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, weil diese Neske eben eingedreht ist. Tja, und da gibt es sogar noch den Vernichter. Also dafür, dass wir im Prinzip ja schon nach 6 Minuten raus waren, ist das mit dem Vernichter gar nicht schlecht. So, jetzt könnte mich die Nevsky spotten, also muss ich meine Position ein bisschen verändern. Fahr einfach ein Stück nach vorne und versucht diese Nevsky auch noch ein bisschen mitzubespielen. So, die Torpedos sind in dem Moment soweit. Unsere Helland hat die Parzival gefunden. Das wiederum bedeutet, der wird sich jetzt nicht um mich kümmern. Jetzt kann ich sogar verstehen. Also jetzt muss er sehen, dass er selber überlebt. Und nun war hier für mich nochmal die Hoffnung sozusagen, dass dieser Kurfürst versuchen würde, A zu cappen. Weil irgendwas müssen sie ja tun. So, und den weißen Bereich schmeiße ich jetzt natürlich nicht ab. Denn der wird eindrehen. Wenn er da reinfährt, dann kommt er auch näher. Also meine 13,5 Kilometer Torps sollten ihn da problemlos erreichen können. Aber man sieht eben schon, wir kommen jetzt mit 3 Caps, 10.000, natürlich sehr schnell nahe. So, und auch da, der wird eindrehen. Und was ich jetzt nicht mehr tun werde, ich werde jetzt nicht schießen. Warum sollte ich das tun? Ich riskiere ja nur was und das muss ich nicht. Und jetzt in dem Moment ist das Spiel auch durch. Also, ich finde, dafür, dass ich mit 33.000 fast raus war, sieht das doch gar nicht schlecht aus, wenn man mit 141.000 aus dem Spiel rausgeht. Und es zeigt einfach, dass in dem Moment, wo die anderen die Chance gehabt hätten,
mich rauszunehmen. Sie diese Chance hätten nutzen müssen. Egal, wer von denen mich dann rausnimmt. Es gibt keinen Killstil. Also nach dem Motto, das muss der große Kurfürst. Nein, völlig egal. Es hat jetzt sogar dazu gereicht, dass ich mit über 2000 Basiserfahrungen auf Rang 1 gelandet bin. Also, für mich ein klares Statement. Gib nicht auf, auch wenn du richtig runtergeschossen bist. Du hast immer noch eine Chance, was zu reißen. Das ist das eine. Und das andere, wenn du die Chance hast, einen rauszunehmen, nimm ihn raus. Es spielt keine Rolle, ob der 1 HP hat oder Full HP ist. Er kann noch Schaden machen. Also, in dem Sinne war das jetzt der Captains Kommentar zum Thema Lass ihn ruhig laufen. Und wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest und noch mehr Videos sehen möchtest, dann kannst du bei mir eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Klick unten einfach mal auf Mitglied werden und informiere dich, was du da bekommst. Schreib jetzt gerne in die Kommentare, was so deine Erfahrungen zu diesem Thema sind. Schau gerne auch mal live auf Twitch rein. Link findest du in der Videobeschreibung und ich freue mich dann aufs nächste Mal.